Der illegale Drogenmarkt weltweit beläuft sich auf 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Warum machen wir diesen Drogenkrieg überhaupt, wenn wir wissen, er funktioniert nicht? Wir dämmen ja den Drogenkonsum nicht ein. Der Drogenkrieg sorgt dafür, dass aus einem einfachen Produkt, wie sagen wir mal Coca, was so, wenn ich Kokain draus mache, aus den Coca-Blättern vor Ort, kostet das Kilo ungefähr 1000 Euro. Bis es dann hier oder in New York oder in London im Straßenverkauf zigfach gestreckt, 100.000. 100.000. Es gibt kein anderes Produkt auf der Welt, was so eine Handelsspanne hat. Ich stelle was für 1.000 her und verkaufe es für 100.000? Hey, hallo. Ich habe ja das Buch Die Drogenlüge gemacht vor 2-3 Jahren und habe da diese ganze Ökonomie mal aufgedröselt und gezeigt, wo kommt das, warum ist es so? Ja. Das ist natürlich nur so, weil Kokain oder Heroin verboten sind. Wenn die in der Apotheke wären, kostet es 1.000 Euro in der Herstellung, ja gut, dann kostet es in der Apotheke 7.000, sagen wir mal, jetzt so, ja. Also billiges Arzneimittel, billig, Kilo, wir sind beim Kilo. Wenn ich noch ein paar Steuern draufnehme, vielleicht ein 15. Immer noch super billig. Super günstig in der Apotheke, ja, so. Warum wird das dann jetzt weiter gemacht? Warum machen wir das? Weil wir unsere illegalen Kriege damit finanzieren. Ah, das ist super. Die Bundeswehr ist seit 10 Jahren jetzt in Afghanistan. Ja. Ja, was macht denn die Bundeswehr da? Ja, sie bekämpft den Terror. Okay, unsere Freiheit muss am Hindukusch verteidigt werden. Oh. Du mit deinen leeren Worten immer. Was macht die Bundeswehr in Afghanistan? Sie bewacht im Moment die größte Opiumproduktion und Heroinherstellung aller Zeiten. In Afghanistan werden 80-90% des Weltheroins hergestellt. Der Rohstoff ist Opium. Das wird dort angebaut und die Bundeswehr bewacht es. Ja, warum denn das? Die erntet nicht etwa die Felder ab, die macht nicht etwa die Heroinfabriken zu oder bringt die Schmuggler in den Knast. Nein, sie darf nicht eingreifen. Warum? Damit die Wirtschaft gestärkt wird in Afghanistan. Die Warlords. Die Warlords, genau. Unsere Kombattanten da, mit denen wir diesen sogenannten Krieg gegen den Terror führen, die werden von diesem Geld bezahlt. Weil unser Parlament hier sagen, hier, du sollst da solche Taliban bezahlen, ja, solche Wickelmützen da mit einer Kalaschnikow. Da würde ja, nee, das geht ja gar nicht. Ja, wir brauchen die aber zum Krieg führen und deshalb wird das Drogengeschäft verwendet und zwar nicht erst seit Afghanistan, es war in Vietnam schon genauso. Es ist in allen Kriegen in den letzten 50 Jahren, wo immer die US-Armee in Stiefel reinsetzt, geht das Drogengeschäft los. Ja, warum? Weil die Kombattanten dort, die Leute vor Ort damit bezahlen muss. Deshalb gibt es das säkulare Werk von Professor Alfred McCoy, die CIA und das Heroin, wo er zeigt, dass die CIA seit 40 Jahren diesen Heroinhandel nicht selber durchführt, sondern durchführen lässt von ihren Mafia-Partnern und damit eben diese Kriege finanziert. Und deshalb, ich bin zu keinem anderen Schluss gekommen, warum machen wir eine völlig destruktive und sozusagen nach hinten losgehende Politik wie die Prohibition, warum machen wir die permanent weiter? Ja, das habe ich jetzt gerade gelernt, weil der Drogenkrieg den Krieg finanziert. Genau, deshalb. Und deshalb müssen wir an diese Thematiken ran und sagen, Leute, wir müssen aufhören, diese Kriege zu führen. Dann wird auch der Krieg gegen Drogen unnötig. Oder legalisieren, dann gibt es auch weniger Kriege, weil die teuer sind. Genau, weil die Profite dann auf einmal wegfallen. Wenn ich hier für den Bauern in Afghanistan ändert sich nichts, den lasse ich ja weiter sein Opium anbauen und zahle ihm 50 Dollar fürs Kilo. Ja. Aber dazwischen, ja, dann kommt das Zeug, wird daraus Heroin gemacht, dann ist es hier in der Apotheke. Ja. So. Aber es wird kein Produkt, was dann 100.000 Euro am Ende kostet und wo sich die organisierte Kriminalität goldene Nasen mit verdient und wo ich dann eben die Kriege mit finanziere. Und ich glaube, dass wir die Prohibition nicht abschaffen, das hat mit diesem Hintergrund der Kriege zu tun, die ja nicht legal sind. Es wird immer gesagt, ja, gegen den Terror. Jeder, der mal ein bisschen dahin guckt, weiß, das ist doch ein Bullshit, ja. Haben wir schon ein paar Mal thematisiert. Habt ihr schon wahrscheinlich gehabt, das Thema. In Afghanistan geht es eben um eine Pipeline, die da gebaut wird und so weiter. Müssen wir nicht. Kommen wir zum Abschluss. Drogen müssen legalisiert werden. Drogen müssen in Coffeeshops oder Abgabestellen kontrolliert an Erwachsene abgegeben werden. Es muss ein Werbeverbot dafür geben. Besteuerung. Und eine Besteuerung. Und diese Steuern, die eingenommen werden, müssen für Drogenerziehung und Prävention eingesetzt werden. Punkt. Dankeschön.
Man muss sich mal insgesamt angucken, wie erfolgreich Polizei denn ist. Das heißt ja, eigentlich der Drogenkrieg ist in dem Sinne verloren. Jetzt haben Sie mal einen Erfolg, nehmen 150 Kilo hier am Hafen zum Beispiel, stellen Sie sicher. Und dann rechnen Sie sich einfach mal aus, welchen Drogenkonsum wir in Deutschland zurzeit am Tag haben. Das ist nach vorsichtigen Schätzungen zwischen 1 und 4 Tonnen, die Sie verbrauchen pro Tag in Deutschland. Und dann können Sie in Relation setzen, wenn dann die Polizei an so einem Verfahren zum Beispiel 2 Jahre dran saß, technisch aufwendig gearbeitet hat, mit viel Manpower dran gearbeitet hat, ob das dann wirklich so effektiv war, wie wir glauben. Die Haushalte der Innenbehörden sind endlich. Das heißt, wir haben Geld. Das muss man sinnvoll einsetzen.